Der Bundeshaushalt hat mittlerweile mehrere Probleme. Zum einen natürlich hier das massive Geld, das mittlerweile schon fehlt. Auf der anderen Seite eine eher schlechte Politik und von außen drückt auch Donald Trump noch als potenzieller nächster Präsident der Vereinigten Staaten hier auch noch auf die Tube. Denn diese Mischung macht vielen Politikern in Berlin gerade sehr, sehr viel Angst. Gleichzeitig muss man sich natürlich die Frage stellen, wie will man natürlich mit dem Thema Sicherheit und Sozialpolitik umgehen, denn alles hat ein Preisschild. Die Frage ist nur, will man jetzt Butter oder Bomben? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, es ist im Großen und Ganzen so, wie wir schon über die letzten Wochen auch berichtet haben, der Haushalt 2024 ist mittlerweile ein Hauen und Stechen und das sogar innerhalb der SPD. Und man könnte so sagen, ja, Christian Lindner ist der Junge, der, sag ich mal, mit dem Stecker so daneben sitzt und einfach nur so immer so ein bisschen reinpiekst. So ein kleines bisschen, um vor allem auch die Ministerien der SPD gegeneinander auszuspielen. Hier primär natürlich das Kanzleramt von Olaf Scholz, das Arbeits- und Sozialministerium von Hubertus Heil, gleichzeitig aber natürlich auch hier das Verteidigungsministerium von Boris Pistorius. Denn wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann wird hier die Bundeswehr natürlich ein massives Defizit haben. Und zwar, es gibt aktuell ja mehrere Berichte, die ja hier schon, sag ich mal, mit dabei sind. Und zwar einmal natürlich der Sparbefehl von natürlich Christian Lindner reißt ein Loch in den Haushalt von Boris Pistorius. Hier natürlich die große Frage, hier wie natürlich Deutschland zu wenig in seine Verteidigung investiert, denn es ist auch ganz klar, hier laut den Berechnungen von Boris Pistorius fehlen aktuell 4,5 bis 6 Milliarden im Haushalt und das heißt, man müsste den Haushalt von 52 Milliarden nochmal aufstocken. Nämlich Hauptgrund ist, dass Donald Trump ja immer wieder an der Stelle erwähnt, naja, 2% Ziel ist hier notwendig, denn ansonsten würde hier Donald Trump natürlich das nicht mehr verteidigen, Deutschland, wenn jetzt angegriffen werden würde. Denn er sagt, wir erfüllen unser Ziel hier nicht. Und zwar laut General Stoltenberg schaffen das in diesem Jahr 18 der 31 Mitgliedstaaten. Deutschland gehört erstmals seit langem wieder dazu, hat die Tagesschau vor kurzem berichtet. Aber um das auch langfristig zu halten, muss man natürlich hier zum Beispiel in etwa für Waffen würden nur noch hier ca. 500 Millionen übrig bleiben. Was bedeutet, man muss eventuell schauen, wo kann man an anderer Stelle sparen. Und hier ist es jetzt die spannende Frage, die Zeit mit der Zeit online auch aufgeworfen hat. Zahlen es jetzt die Armen oder die Reichen? Und hier ist natürlich, dieser Artikel heißt es, wer bezahlt für den Krieg, die Armen oder die Reichen? Denn der Finanzminister will bei den Sozialausgaben sparen, um die Aufrüstung zu finanzieren. Aber gibt es denn Alternativen? Verteidigungspolitik ist Verteilungspolitik. Und das ist natürlich was, wo man ganz klar sagen muss, seit im Großen und Ganzen hier dem Mauerfall in den Ende 1989, Entschuldigung, es ist ja so gewesen, dass Deutschland immer stärker gesetzt hat auf Soziales, anstatt im Grunde hier natürlich auf Verteidigung, Sicherheit und vor allem auch weitsichtige Politik. Denn wie es vor allem auch, da kommen wir in späteren Artikel hier schon haben, immer mehr das Problem ist, dass vergangene Fehler, die eigentlich offensichtlich sind oder offensichtlich sogar waren und jetzt auf die Füße fallen, will man eher hier weiter Copy and Paste machen und sagen, das ist ja die letzten Jahre gut gegangen, dann machen wir weiter so. Im Großen und Ganzen dieses Klassische, was man hier im Grunde, wo man sagt, Unternehmen, die scheitern, kennen ein Mantra und zwar, das haben wir ja schon immer so gemacht. Jetzt ist es an der Stelle so, dass man sagt, okay, man müsste hier eventuell im Sozialhaushalt massiv umbauen. Wir haben es uns ja gestern schon angeschaut, dass allein 5 Milliarden pro Jahr gehen in die Verwaltung des Bürgergelds, wo man sagt, okay, hier müsste man wahrscheinlich nochmal massiv umstrukturieren und natürlich auch schauen, wie kann man das Ganze schlichtweg einfach leichter gestalten. Man muss auch sagen, hier 26,7% der Wirtschaftsleistung gehen hier von Deutschland in den Sozialhaushalt. Knapp 30% werden hier im Grunde in die Sozialpolitik reingebuttert und das natürlich hier weit vor allen anderen Ländern.
Jetzt ist es auch so, dass viele natürlich sagen, naja, aber für Rüstung könnten wir doch die Schuldenbremse aushebeln. Auch das wollen natürlich viele, aber auch da wieder der Punkt, das, was wir eben heute in der frühen Video schon hatten, naja, am Ende muss das auch jemand bezahlen und das werden die jüngeren Generationen sein. Und da ist jetzt auch die Frage, gibt es am Ende einen Ukraine-Soli? Denn hier ist durchaus eine Thematik gewesen. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel auch in Großbritannien damals zur Finanzierung des Zweiten Weltkriegs wurden hier natürlich auch diverse, sage ich mal, Sonderabgaben, wie heute mit dem Solidaritätszuschlag, eingeführt, um das Ganze natürlich hier zu finanzieren. Jetzt haben wir das blöde Problem, dass wir den Solidaritätszuschlag noch haben. Und das ist so ein Punkt, wo man ganz klar sagen muss an der Stelle, der Solidaritätszuschlag hätte eigentlich damals wieder sofort abgeschafft werden müssen. Warum? Weil man sonst den Topverdienern nicht im Grunde verkaufen kann, ja, ihr müsst jetzt eine Sonderabgabe haben. Ja, warum? Weil im Grunde knapp 4% der Deutschen und auch der Unternehmen und der Kapitalanleger zahlen noch einen Soli. Hätte man den weggenommen und dann später gesagt, okay, jetzt führen wir den ein, weil sich die weltpolitische Lage geändert hat, dann würde man sagen, okay. Und dazu muss ich nochmal sagen, ich habe es ja schon mal grob durchgerechnet. Es gibt ja noch ein weiteres Thema und so, wo man ganz klar sagen ist, was ist denn eigentlich der Fall, wenn die Amerikaner komplett ausfallen? Denn da gibt es ja immer noch diese Streitigkeiten, vor allem da sieht man auch, wie massive Schuldenpolitik ganz einfach dazu führt, dass ein Land gelähmt wird. Länder, die sich so massiv verschulden wie die Amerikaner, haben das große Problem, irgendwann wird es hier diesen Schuldenschnitt geben müssen oder man wird ganz einfach hier dieses Problem haben, dass man es sich nicht mehr leisten kann, sich weiter zu verschulden. Jetzt sagen viele, ja, Deutschland liegt weiter hinter. Jetzt ist die Frage, müssen wir unbedingt auch jeden Negativrekord und jeden Negativtrend ganz einfach natürlich hier mitbringen? Nein, müssen wir nicht. Und wir sind aber hier jetzt in der Problematik Zielkonflikte von einem Krieg, der natürlich jetzt hier damals gestartet worden ist. Auch hier die aktuelle Thematik Marschflugkörper, was jetzt aber nicht Teil dieses Videos sein sollte, aber durchaus hier immer wieder das Thema Sozialabgaben und Ähnliches. Und hier gibt es eine schöne Grafik auch von Zeit Online, wo zum Beispiel mal zusammengestellt wird, hier Anteil am deutschen Haushalt, hier Sozialausgaben, Militärausgaben. Also wie das sich im Großen und Ganzen hier weiterentwickelt hat, wo man sagt, okay, das wird immer teurer. Und wie gesagt, das Bildchen, das man sich hier im Grunde auch die Zeit online malt, ist im Grunde, wenn du 100 Arbeitnehmer hast und zwei Fabriken, dann kannst du entweder Butter oder Bomben im Grunde betrieben werden und nicht beides gleichzeitig. Denn in bestimmten Situationen wird es an der Stelle immer zu einem sogenannten Zielkonflikt kommen, der im Grunde aber auch nicht mit Geld gelöst werden kann. Denn vor allem diese Zielkonflikte, hier ist es ganz klar so, dass man sagt, irgendwo muss man Abstriche machen. Und wenn man historisch rangeht, dann gibt es auch zum Beispiel hier diesen Fall von natürlich in dem Zusammenhang den USA, die dann, sage ich mal, auch strategisch wichtigen Industrien hier die 48 Stunden eingeführt haben. Mehr Arbeit bedeutet aber immer weniger Freizeit. Und das sind auch so Trade-offs, wo man ganz klar sagen muss und wo ich aber auch weiß, es wird in Deutschland nicht kommen, weil eher würden wir uns mit einem weiteren Billionen verschulden, anstatt dass wir was Richtiges machen mit unserer Steuer- und Finanzpolitik. Dass man sagt, okay, naja, wenn man im Großen und Ganzen hier die Produktivität oder die Effizienz steigern will, dann würde man eigentlich eher theoretisch hier den Unternehmen helfen, wenn man sagt, Bürokratie massiv abbauen. Die Regierung sollte sich dann aus allen nicht notwendigen Bereichen zurückziehen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, was ist die Aufgabe einer Standardregierung? Ist es im Grunde Sicherheit, innen, außen? Natürlich an der Stelle eine gewisse Form von Sozialpolitik, aber nicht eine solche, wie wir sie in Deutschland haben mit 175 Milliarden. Dann weiter natürlich Ausbau, Infrastruktur bis zu einem gewissen Punkt, aber auch natürlich hier die Freiheit, dass die Unternehmen hier selbst im Großen und Ganzen dann helfen können. Weniger Bürokratie, schnellere, sage ich mal, Abwicklung und dann würde es durchaus gehen. Wie gesagt, es gibt aus der Historie hier viele Beispiele, Steuererhöhungen, wo ich aktuell eher ein Problem sehe, wo man sagt, okay, wir haben eh schon einen Fachkräftemangel und wenn die Fachkräfte, die wir noch haben, also sprich nicht die, die zugewandert sind ab 2015, sondern die, die wirklich hier, sage ich mal, finanziell und auch intellektuell erfolgreich sind, dann kann man auch ganz klar sagen, Scholz wollte der Friedenskanzler sein, über den Putin lacht. Da habe ich auch eine ganz spannende Kolumne jetzt gelesen. Olaf Scholz wollte Angela Merkel kopieren, nun imitiert er Gerhard Schröder. Wie lange kann sich Deutschland noch einen Kanzler leisten, der in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg den Kompass verloren hat? Und die ersten Zeilen dieses Kommentars sind eigentlich hier schon bezeichnend.
Olaf Scholz ist die Rückkehr der Geschichte als Farce. Ein Kanzler, der glaubt, seine Vorgängerin kopieren zu können, obwohl über deren Politik schon die Wirklichkeit zusammengebrochen war, als sie noch im Kanzleramt saß. Nun aber, da die Merkel-Methode erkennbar nicht mehr funktioniert, nimmt sich Scholz ein Vorbild an Gerhard Schröder und imitiert den Friedenskanzler. Das ist im Großen und Ganzen hier eine spannende Thematik, wo man auch sagen muss, die gescheiterte Politik der 16 Jahre von Angela Merkel hat versucht, Olaf Scholz jetzt zu kopieren. Wobei jeder im Grunde, sage ich mal, schon wusste, dass sie steuerpolitisch, sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch oder in sonstigen anderen Bereichen, auch infrastrukturell für Deutschland, auch im Gesundheitsbereich, ein massives Chaos ausgelöst hat. Dort ist, sage ich mal, 2020, 2021 im Grunde auch 19 ja schon vor Corona. Hier, man könnte mittlerweile sagen, der große Vorteil im Grunde von Angela Merkel war es, dass Corona kam, denn dann gab es andere Probleme als die, die wir hatten, zum Beispiel seit 2011 mit zum Beispiel hier Atomkraftwerken, dann die Bailouts für die Staaten, dann im Großen und Ganzen der nächste Themabereich, wo man ganz klar sagen muss, wie an der Stelle Flüchtlingsthematik und die massiven Steuererhöhungen, die durchgeführt worden sind, plus an der Stelle der Anschluss, und das ist eigentlich das Wichtigste, der fünfte Punkt, den Anschluss, den wir als deutsche Unternehmen hier im Wettbewerb international verloren haben, weil immer mehr on top gekommen ist, anstelle dessen, dass im Großen und Ganzen hier mal wirklich sauber für die Zukunft gearbeitet wurde.